In diesem Video schauen wir uns den Rechenschieber an. Das ist ja erstmal ein mechanisches Hilfsmittel, also bevor es die Taschenrechner gab. Gut, was ist ein Rechenschieber? Ja, wie ich eben schon gesagt habe, analoges Rechenhilfsmittel, so eine Art analoger Taschenrechner. Das Ding kann die Grundrechenarten vorzugsweise, aber Multiplikation und Division. Auch komplexere Rechenoperationen wie Wurzel, Quadrat, Logarithmus und trigonometrische Funktionen sind damit möglich. Man kann oder es funktioniert durch die grafische Addition und Subtraktion von Strecken als logarithmische Skala. Klingt kompliziert, erkläre ich gleich. Bis in den 1970er Jahren war es halt für viele Berechnungen der Technikwissenschaft, Studium und Schule, wurde das Ding halt dafür verwendet. So, unten sieht man schon die Formeln. Man nutzt im Prinzip aus, dass der Logarithmus zum Beispiel von a durch b das gleiche ist wie der Logarithmus von a minus der Logarithmus von b. Oder der Logarithmus a mal b ist das gleiche wie der Logarithmus von a plus der Logarithmus von b. Und das ist mit dieser grafischen Addition und Subtraktion von Strecken als logarithmische Skalen gemeint. Das heißt, wenn ich zum Beispiel a durch b haben möchte, kann ich hergehen und sagen, ich nehme Logarithmus a minus Logarithmus b, also ich habe das als logarithmische Skalen, das werden wir gleich sehen, und dann habe ich im Prinzip dividiert. Und wenn ich halt Logarithmus a plus Logarithmus b, habe ich im Prinzip multipliziert. Aber wie gesagt, das erkläre ich jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer und besser. Hier will ich mal zeigen, wie Multiplizieren mit diesem Kumpan hier funktioniert. Das ist ein Rechenschieber. Dazu gucken wir uns mal, sagen wir, interessante Zahlen an. Es wird auf den Logarithmus hinauslaufen. Dazu habe ich ein kleines Gedankenexperiment. Wir haben Hasen. Und am Anfang, im ersten Jahr, haben wir einen Hasen. Da ist er. Und ein Jahr später sagen wir, wir haben zwei Hasen. Und ab dann verdoppeln die sich jedes Jahr. Das heißt, wir haben nach zwei Jahren, nach drei Jahren, hier vier, dann haben wir, verdoppeln ist acht und wieder verdoppeln passt eigentlich schon gar nicht mehr hier drauf, 16. So, wenn ich jetzt versuche, das Ganze zu verbinden, die Betonung liegt auf Versuche. Ich kann mal gucken, ob mir das so halbwegs gelingt. Naja, hübsch ist was anderes, aber so ungefähr passt's. So, jetzt habe ich hier etwas, wo ich jetzt im Prinzip mal gucken kann. Und zwar schreibe ich mir mal die Zahlen hier unten auf die X-Achse. Das heißt, ich habe hier die 1, das heißt, hier ist meine 1. Und die 2, die habe ich hier. Die 3 habe ich hier ungefähr. Die 4 habe ich hier. Die 5 hier. Die 6, ne, 6. So, und wenn man genau hinguckt, sieht man schon eine Regel. Die Regel lautet, je weiter man hier entsprechend weggeht, umso mehr rutschen diese Zahlen zusammen. So, machen wir noch die 10. Ja, das habe ich ja nicht so gut gezeichnet. Die 10 müsste eigentlich ein bisschen näher hier sein, so ungefähr.
Wie auch immer. Auf jeden Fall, man sieht, die Zahlen rutschen zusammen. So, was ich im Prinzip hier habe, ist eine sogenannte logarithmische Aufteilung. Wenn man diese logarithmischen Zahlen hat, kann man sie ja auf diese Holzstäbchen hier übertragen. Man kann dazu ganz einfach Eisstiel nehmen. Diese Holzstäbchen habe ich hier mit einer Büroklammer einfach mal hier so zusammengefriemelt. Das Wichtige ist, auf dem unteren ist hier ein kleiner Pfeil und der ist jetzt wichtig, weil jetzt kann ich zum Beispiel mit diesem Teil multiplizieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel hergehen und sagen, ja, hier ist die 1 und ich möchte jetzt zum Beispiel sagen wir 2 mal 4 rechnen. Dann verschiebe ich das untere so lange, bis dieser Pfeil auf die 2 deutet und dann verschiebe ich meine Büroklammer so lange, bis ich hier unten die 4 gefunden habe. Ja, und dann brauche ich oben nur noch ablesen, 8. Das heißt, ich kann hiermit tatsächlich multiplizieren. Gut, da das Ganze nur bis 10 geht, kann ich nur bis 10 multiplizieren. Ja, ich kann aber noch mehr. Ich kann zum Beispiel auch dividieren. Sagen wir, ich hätte gerne 6 durch 3. Dann schiebe ich meine Büroklammer zur 6 und ziehe die 3 unter die 6. Und dann kann ich bei dem Pfeil die 2 ablesen, weil 6 durch 3 ist 2. Eigentlich eine ganz tolle, einfache Geschichte, wie man multiplizieren, dividieren, ja, und das auf analoge Weise. Und wenn man natürlich sowas zur Verfügung hat, das ist halt ein richtiger Rechenschieber. Und wenn man genau guckt, der hier geht zum Beispiel bis 100. Das heißt, da habe ich schon eine größere Möglichkeit, da entsprechend weiter zu rechnen. Und der ist auch viel, viel genauer. Man sieht hier die ganzen Zwischenstriche und so weiter. Und das, was meine Büroklammer war, ist natürlich hier so ein schickes Teil, was ich hier hin und her schieben kann mit einem Strich. Und das funktioniert natürlich wesentlich genauer. Und hiermit kann ich eigentlich noch viele andere Sachen machen, außer multiplizieren und dividieren. Aber nur mal so als kleiner Vergleich zum Taschenrechner, das war im Prinzip früher der Taschenrechner und hat auch funktioniert.